Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur Folge 10 von Halo 4 mit Dima und Jan. Und wir sind wieder in diesem Mech und müssen jetzt eine Bombe kaputt machen. Nee, wir müssen sie aktivieren, damit sie das Ding hier kaputt macht. Wir müssen auf jeden Fall zu Tillman. Tillman ist so ein Forscherin-Rennen. Man weiß es nicht so richtig, ne? Ist das ein Terminal? Logbucheintrag. Entschuldigen Sie. Ach, da muss man auch noch stehen bleiben, weil man sich das anhören will. Das ist zwar schön realistisch und so, aber irgendwie nicht spielfluss fördern. Nicht so wirklich, ne. Also manchmal denkt man sich echt, was habt ihr euch dabei gedacht? Die Havoc Beam sind in einem der Frachthangars. Fahren Sie uns hoch. Ja, okay. Einfach mal. Das ist auch so eine Tastatur, die überhaupt keinen Sinn macht. Weil ja, da steht nichts drauf. Nee. Also die Knöpfe sind sehr speziell wahrscheinlich. Was baut sich da auf? What the shitness? Das ist ja richtig Half-Life-Moment hier. Ja. Und jetzt? Haben wir jetzt gewonnen? Ich glaube ja, das sieht gut aus. Weiß ich nicht. Oh, shit. Was ist das? Er nimmt es einfach mit, habe ich so das Gefühl. Riesentampon. Cortana, versuche Tilson zu erreichen. Statusbericht vom Rechnerstation. Alle tot. Ich kann das gar nicht. What? Cortana, ich brauche diese Infos. Kann es sein, dass Cortana uns keine Hilfe mehr ist? Denk nicht an den Erzeuger. Konzentriere dich einfach darauf, Tilson zu finden. Tilson, Sandra Kay. Weiblich. 51 Jahre alt, Doktor der Archäologie, Benghazi-Institut. Nicht Badewand. Biosignatur stabil auf Ebene 350. B-Deck. Danke, Cortana. Das ist ganz komisch, ich kann hier nur so hoch springen. Anstatt, wieso kann ich hier nicht springen? Soll ich hier runter? Soll ich zurück? Was soll ich denn machen? Also ist hier raus. Ebene B, links. Also. Es sieht so aus. Ende. Ja, genau. Verkackt. Sie haben den Stationsraum ich hab nicht verstanden, was die eine Frau mir sagen wollte. So, Half-Life 1 lässt grüßen. Oh shit, Minority Report lässt grüßen. Da geschieht etwas. Sagst du so? Aber wieso? Die sollten evakuieren, ihr Deppen. Ja, eben. Wieso habe ich denn alleine gekämpft? Dann hätte ich mir auch helfen können. Sie reagieren nicht. Ach was. Todessternzeit. Error, error. Danger. Cortana. Jesus. Oh. Okay. Willkommen bei Doom. Und deswegen, guck mal, passiert uns nicht. Wir wurden nicht digitalisiert. Oh shit! Ach, war der so. Twist. Okay, weil das. Okay. Aber davor sind wir ungefähr 30 Mal hintereinander digitalisiert worden von normalen Gegnern. Ja. God damn it, Spiel, was ist hier los? Oh, okay. Dass die aber auch mit Kleidung digitalisiert wurden. Vor allem sah so aus. Oder wurden die. Hä? Sieht aber auch so ein bisschen aus, als hätte man sie verbrannt. Ist das so ein Nebeneffekt vom Digitalisieren? Vielleicht. Sind sie okay? So wie CDs brennen. Ja. Ich habe den Datenstrom überwacht. Ich konnte sie hören. Was von ihm übrig war. Wir müssen weiter. Sie sind alle tot. Ja, aber du bist eine KI. Es werden mehr, wenn der Didaktiker zur Erde kommt. Sie werden eine neue KI erhalten. Vielleicht sogar eine andere Cortana. Lippensynchron. Also das war ja echt hart beschissen. Das werde nicht ich sein. Ja, aber...
Das wissen Sie, oder? Aber es ist so... Da würde mich jetzt das Original interessieren. Da hat sie einfach nichts gesagt, oder? Oder haben sie die vergessen? Was auch immer die Bibliothekarin gemacht hat, scheint zu wirken. Das ist... Das ist der Name. Das ist der Name, oder? Es ist noch nicht vorbei. Es ist nicht der Name. Es ist noch nicht. Noch nicht. Mann, fucking Fanservice. Welcher Fanservice? Na, dass sie so rumheult. Mein Leben ist nichts. Ja, genau, so eine depressive KI, irgendwie, das kaufe ich. Mitternacht. Wie, Mitternacht? Der Didaktiker setzt den Erzeuger ein und der Master Chief und Cortana müssen ihn zerstören, bevor er ein neues Ziel... Ach, da erfährt man. Man muss das lesen. Ja, das habe ich ja vorhin, deswegen... Oh Gott. Was ist das? Achso, das ist so ein Raumschiff-Ding. Flupp. Das ist so richtig nötig, ne? Das ist so futuristisch auf so einem alten Schrottding irgendwie so. Okay. Hat dann aber Düsen, ne? Ja, das ist so mega weird, so anachronistisch. Und zwar winzige Düsen, aber es hat Düsen. Wow. Und jetzt machen wir Independence Day, würde ich sagen. Schön, schön reinfliegen. Mir ist immer noch. Ich habe jetzt versucht, die Teile heute hinweg mal zu hören nach Musik. Man hört sie fast nicht. Inwiefern jetzt? Also. Nein, es spielt gerade Musik. Aber wir haben es auch recht leise gedreht. Schiff des Didaktikers noch 200 Kilometer entfernt. Ja, dennoch. Sobald wir an Bord sind, suchen wir die Brücke. Er wird wieder sprengen. Unsere Schilde sind haben wir es dann bald mit der Sirene. Wir sind hier gerade an der Sache dran. Ja. Alter, wie langsam fährt er vorbei? Ja. Halbe Minute diese Sirene. Okay. Er hat es eigentlich erparkt. Ja. Jetzt sind wir in dem Schild mit drin. Weil wir genau auf dem richtigen das Abstand. Ist ein Auge. Ja. Das ist hier Sauron Reverse. Ja. Okay. Der letzte Schluss. Willkommen in der Halo-Endsequenz. Willkommen beim Todesstern. So wie es aussieht hier. Ja, auch. Also so im Hyperraum in dieser Schlucht. Scheiße. So, Epic Moment kaputt gemacht. Fuck! Boah. Okay. Das ist das typische Halo-Ende, ne? Nur dieses Mal ist es was Neues, wenn wir fliegen. Sonst fahren wir ja immer. Mhm. Mit einem Warthog, jetzt fliegen wir mit etwas. Ganz in der Nähe. Ich sollte uns zu ihm führen können. Wow. Ich habe seine Übertragung zurückverfolgt. Er ist beim Erzeuger. Das Star Fox! Das macht mir ein bisschen Bock auf hier Descent oder was? Oder Free Space. Ich glaube Descent, wo man, was so wie Forsaken fürs N64 ist, wo man in so einem... Ach, komm schon! Wo man in so einem Höhlensystem rumfliegt, was so eine relativ komplexe Steuerung hat, wo man halt hoch, runter sinken, strafen, rotieren kann und so, also so richtig sich im 3D-Raum bewegen. Ja, das würde ich hier auch gern können. Alter, vor allem geht es nur mir so, aber wenn du hier leicht besoffen bist... raffst du nichts, behaupte ich. Weil es sieht alles gleich aus. Ja. Es ist alles grau. Ja. Und sich hart konzentrieren, um zu gucken, ja, es wo, ist echt, wo sind die Sachen jetzt im Raum? Es wäre gut, wenn sie die Kanten ein bisschen deutlicher machen irgendwas. Würden. Dieses neblige... Guck dir das an! Ja. Oh, kannst und du so bremsen? Geil manövrieren kann ich nicht. Kannst du bremsen irgendwie? Abbremsen? Ja, kann ich. Damit du langsamer die Kurven nehmen kannst, im Zweifelsfall. Ja, das kann ich. Das ist, glaube ich, einmal auf Nummer sicher gehen, ist besser. Kontrollpunkt, sehr gut. Wow.
Alter. Das war, hatte gut Impact. Ich meine, ich finde die Idee klasse. Also, dass man da so durchfliegt, das hat schon was. Aber ja, es ist schon sehr Todesstern. Ich meine, das ist auch eine Kugel. Eine rein mechanische. Ja. Aber du hast auch. Also vom Aufbau ist es sehr klassisch. Dann. Sehr laute Aufprall-Sounds. Ja, das ist so ein bisschen strange. Aber was ich nicht verstehe, wer baut denn das so? Also ist das. Und wieso verschieben die sich so komisch, die Sachen? Ist das, um uns tatsächlich aufzuhalten, oder ist es Standard, dieses System? Das ist Standard. Das ist so wie bei Tomb Raider, wo du denkst, wer baut so einen komplizierten Eingang? Also fürs tägliche Geschäft ist das nix? Ja. Okay, jetzt auch noch sowas. Also das Leveldesign bei Jedi Knight 2 ist auch so, wo du halt in den Raum kommst, nur durch einen Lüftungsschacht. Ja. Es gibt keine Tür oder so. Auch geil. Oh! Nicht ernsthaft! Nicht ernsthaft! Wo war der letzte Checkpoint? Ich weiß es nicht. Da. Ja, es geht. Die Didaktika hat ihn erzeugt. Wir sind in einer Broadsmart und haben einen Havoc-Sprengkopf zum Abwurf. Also dumm. So Instant Kill von diesem Geschütz. Was mich nicht immer getroffen hat, nur weil ich es berührt habe. Also. Es ist schon nett, dass man sehr eindeutig diese Signalfarben hat für die Gegner. So ja. Dahin ballern. Aber hier. Es lässt es halt so ein bisschen auch noch mehr nach irgendwie einem Capture the Flag Multiplayer wirken. Irgendwie ist es so. Da ist das gegnerische Team, du ballerst einfach drauf. Ja. Wow. Weißt du, wenn das Leveldesign halt auch floaty ist, also so ist, dass du sagen kannst, okay, ich bekomme die Informationen, die ich brauche, wo ich nicht steuern muss, dann ist es auch geil, weil dann fühlt man sich auch geil. Mhm. Das sah so aus, als hätte ich das nicht geschafft. Ja. Hier auch dieses Bullet-Hell-mäßige. Ja. Das ist dann schon cool, okay. Und das hier ist wiederum nicht cool. Hier hoch? Aha, kehren Sie ins Schlachtfeld. Willkommen bei Battlefield. Ah, gutes altes, kehren Sie aufs Schlachtfeld zurück. Weil uns dann wer abknallt? Weil wir dann Deserteure sind? Ja, okay. Warte. So. Wow. Okay. Okay, die Erde wird angegriffen, kriegen wir jetzt hier gesagt. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Um das Ding herum. Links oder rechts rum, glaube ich. Also um den. Einfach geradeaus weiterfliegen, AKA. Okay. Links, rechts um das Teil rum. Habe ich nicht gesehen. Vor allem jetzt, wo du dich hier so konzentrieren musst, nicht scheiße zu jetzt, bauen. Jetzt so ganz nach links oder ganz nach rechts. Also, okay. Siehst du, das habe ich nicht gesehen. Das sah für mich so plain aus. Es ist, ja, es ist schwer zu erkennen. Kriegen wir jetzt die Informationen mit, dass die Erde gerade angegriffen wird von einem Schiff scheinbar. Na, von uns, was wir hier gerade schön versuchen zu zerstören. Ja, genau, da wo wir drin sind. Aber das ist halt so ungeschickt, diese wichtigen Informationen, die auch cool sind, wenn du das mitkriegst. Ich finde das eigentlich ganz cool inszeniert. Also so. Ja, es ist cool inszeniert, aber es ist so zu viel. Also du kannst halt nicht dich hier hart drauf konzentrieren. Och, das finde ich jetzt. Naja, du spielst es ja nicht. Ja, das stimmt, aber es ist irgendwie auch ganz cool, sich das vorzustellen, während du gerade versuchst, auf den letzten Drücker es ja, zu schaffen. Ja, das auf jeden Fall. Das ist so ein Todesstern. Okay. Aus dem Arschloch. Hey, Moment mal. Ja, es ist wirklich Todesstern. Guck mal, da geht die Kanone. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Das haben wir noch nie in dem Spiel gemacht. Wir müssen Sachen kaputt machen. Mehrere. Das ist nicht neu. Das ist, nicht etwas unglaublich Neues vom Konzept her. Okay. Neutralisieren. Aber. So, wir müssen von der Seite reinfliegen. Okay. Haben wir auch noch nie so gehabt. Neutralisieren. Wow. Es funktioniert schief. Räumen Sie den Weg frei und die Infinity-Kanine ein großes Loch stanzen. Großes Loch stanzen, sagt er. Ich stand's dir gleich. Habe ich das eigentlich erzählt? Wir sind übrigens Teil 10. Ja, ist mir auch aufgefallen. Sehr praktisch. Wie prophezeit. Das krass, ne? Ja. Es ist so echt krass. Das ist schon nicht schlecht irgendwie.
Es sei denn, es geht jetzt doch wirklich noch eine Dreiviertelstunde weiter und ich stelle mich sehr blöd an. Warte. Zählt? Einer war da, glaube ich, noch, oder? Ich weiß es nicht. Oh, ja. Come on. Können wir das gleich machen wenigstens? Alter, aber die Hitbox ist schon ein bisschen arg scheiße. Können wir uns darauf einigen? Ja, achso, warte mal, das war doch erst hier. Genau. Neutralisieren. Wir kümmern uns um die Beschützung. Gehen einfach von der anderen Seite. Diesmal andersrum. Überall dieses Cyberstückchen. Ich meine, das geht, dass man da durchfliegen kann. Neutralisieren. Ich habe mich gerade schon wieder am Boden gesehen. Und das Loch wird auch immer kleiner. Man sich halt auch denkt, schließt die Scheiße halt, wie am Anfang. Dann hättet ihr das Problem nicht. Ja, ey. Man braucht ja ein bisschen Beschäftigung hier. Unbesiegbar. Oh Mann. Instant unbesiegbar. Hammer. Das war das letzte. Okay. Das ist richtig. Was ist auf das Spiel bezogen? Feuer. Oh, das ist die kleinste Explosion der Welt, Alter. Toller Ass. Von Hasbro. Den ist erste Explosion. Okay. Ah, okay, sie müssen nur so ein kleines Loch da rein. Ja, und er fliegt jetzt rein und zerstört es von innen. So wie den Todesstern. Ja. Alles klar, okay. Ich hab letztens Star Wars Battlefront den Todesstern DLC gespielt. Der ist fantastisch. Okay. Das ist ein richtig Feeling, wie es sich gehört. Das hört sich gut an, ja. Und diese Mission spielst du dann auch abwechselnd, dass du erst draußen bist, was kaputt machst, dann bist du im Todesstern, kämpfst da, dann geht's wieder raus. Okay. Das ist ganz geil. Und was machen wir jetzt? Das, was Master Chief immer macht. Den Sprengkopf. Er nimmt ihn einfach mit, klammert sich ihn an die Hüfte. Es ist so traurig, dass ich recht hatte mit dem Oh Mann! Okay. Ich wusste es wirklich nicht, dass es jetzt tatsächlich so kommt. Ist das auch so ein Ding in jedem Halo-Teil? Nein. Eigentlich ist hier Halo in der Regel vorbei nach den Fahrzeugsequenzen. Das hier ist ja neu, dass jetzt noch tatsächlich so ein Endgegner kommt. Okay. Eigentlich ist erst Endgegner und dann ist Fahrzeug. Die Flucht von einem explodierenden Planeten. Lass uns unterwegs was ein. Bester Plan, nehme ich. Aua. Ich fühle mich gerade übrigens mal wieder unter. Achso, da geht's durch. Wir können ja sprinten. Richtig. So, ja. Wenn ich schon Vernunft nicht aufzuhalten vermag, dann wird ich graue Gewalt wenigstens. Das ist die deutsche Kevin Spacey Stimme. Macht sogar Sinn. Was war das denn gerade für ein Effekt? Hm. Ja. Immerhin, sie geben uns diese Waffe. Ja. Die das taugt. Das ist eine Mal im Spiel. Ach komm. Oh. Okay. RB gedrückt halten für was? Stand da gerade? Waffe wechseln nämlich an. Okay. Von denen nur noch 12 Schuss haben. Mhm, das ist so lächerlich. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, wir können hier auch nicht unendlich sprinten. Durchgang links, verstanden. Keine Munition mehr von irgendwas! Unglaublich. Da gibt's auch keine Muni-Station oder so, ne? Ja. Natürlich nicht. Oh, wir sind hier fertig. Ich verlasse sie nicht. Okay. Cool. Sagen wir einfach, das war so. Scheinbar doch noch. Okay. Ich hatte echt ein bisschen Angst, dass der erst kommen musste, dieser Aufzug. Es ist ein Transitsystem. Das ist, okay, ist auf einmal Waffen. Versuchen Sie darauf zuzugreifen. Nehmen wir alles mit. Ah, das ist die gleiche.
Unangenehm. Ich werde uns eine Route zum Erzeuger suchen. Setzen Sie mich ins System ein. Sagt die so vorwurfsvoll. Okay, egal wie lange diese Folge geht, wir spielen das jetzt durch. Ist das okay. Das Geheimnis, welches du so gut vor mir verborgen hast? Diese hochentwickelte... What? Oh, wow. Na, ich kann mir schon vorstellen, wie das jetzt wird. Ist das so? Sie werfen dir einfach 1000 Gegner in die Fresse und du musst ungefähr 30 Mal sterben. Ja. Das gut dabei. So. Masterchefchen. Ja, diese Waffe ist ja der allerletzte Rotz. Für welche Waffe ist es nicht in diesem Spiel? Es gibt ja ein paar Lichtblicke. Cortana? Ist das okay? Öffne noch ein Portal. Wir brauchen dringend diesen Patch. Diesen Day 3758 Patch. Wie lange halten die KIs? Was haben sie ganz am Anfang mal? 7, 8 Jahre oder sowas, ne? Oder was? Oder 4 Jahre und sie ist schon ja 7 oder so, irgendwie so. Ja, irgendwie 1 oder 2 Jahre über dem Verfallsdatum. Ja, genau. So, über dem doppelten Verfallsdatum oder so. Scheiße. Wo müssen wir hin? Genau. Super Jeep! Scheiß auf alles, Kontrollpunkt gespeichert, zählt. So. Hauptsache Kontrollpunkt gespeichert. Das ist doch nett hier. Alter, der Hammer. Ja. Also, der Hammer? Wann ist das denn? Hammer-Time? Also, wir haben zwar keine Munition, aber scheiß drauf. Ey, als wenn... Da werden die Sachen... Braucht ja, der Hammer Munition? Wir sind jetzt in diesem Ding, wo auch Sachen konstruiert werden, nehme ich stark an. Sprich, hier wird alles gesammelt. Ja. Von allem. Dann macht es schon Sinn, dass einfach alles da ist. Ja. Offenes Portal am anderen Ende des Raums. Ach, komm. Oh no. Sprint, verlass mich nicht. Sprint. Wow, okay. Jetzt wird's spannend, liebe Leute. Fiebert mit, Alter. Wo bist du? Wie, wo du bist? Der Didaktiker verhüllt den Erzeuger vor mir. Er verhütet ihn? Verhüllt. Hab ich doch gesagt. Alter, die können sich auch hier ihren... hier wollen wir weiter, oder nicht? Ich glaube, muss natürlich alle erstmal schön plätten. Was ist das? Destiny? Sieht ganz so aus, ja. Oh, der letzte. Komm schon! Keine Ahnung, wie das passiert ist, ey. Aber er sieht so friedlich aus. Ich habe mich selbst in die Luft gehämmert. Ach so. Das geht? Nein. Ich meine, wie zum Teufel ist das möglich? Ich weiß es nicht. Splash Damage. Wenn die Frau sich bitte beeilen. Ja. Ja, genau. Da sind wir schon weg. Alles gut. Wo bist du? Didaktiker verhüllt den Erzeuger vor mir. Die hat das Auto-Ende gegriffen. Ich weiß nicht warum. Das ist doch gut. Ja, aber der Gegner war so weit weg. Und das hat mir überhaupt nichts geholfen. Verstärkungen! Halten Sie sie auf, während ich den Erzeuger suche. Hm. Verteidigen. Ach ja, willkommen bei Destiny. Denn. Wow, Alter. Halbe Energie weg. Ganz schön frech. Halt die mal auf Abstand. I'll try. Klatsch. In dein Gesicht rein. Wow. Die tun nur cool. Alter. Naja, aber ziehen tun sie ordentlich. Alter, aber warum? Nachlatastisch. Die haben die verfickte Pistole am Start. Keine Munition mehr. Wir halten echt gar nichts mehr aus. Der Chief ist auch nicht mehr das, was er mal war. Mehr so ein Pappkamerad. Aber echt. Ich hab die lokalen Verteidigungstürme übernommen.
Was ist eigentlich mit der Erde jetzt? Ist sie jetzt mittlerweile vergessen. Komplett Man könnte im Arsch. Nichts mehr für sie tun. Einfach alles am Ende. Wie lange brauchten die noch? Okay, komm. Ja, leider auf der falschen Seite der Turm. Ich finde es sehr witzig, dass die Waffe komplett aufklappt, um Nachladen zu ermöglichen. Ja, ist glaube ich nicht das energieeffizienteste. Vielleicht nicht, aber das... Ich finde gut, wie die Türme... Gucken wir mal, was die Türme so drauf haben. Völlig... Nichts. Ja. Überhaupt nicht. Nee. Ah, ein bisschen. Wenn es sich nicht bewegt, eine Minute lang. Genau. Dann treffen sie das. Bam. Gerne mehr davon. Okay. Wir haben auch einfach die Sachen hier. Bonk. Und immer die gleichen Animationen. Damals war das noch für jede Waffe ein eigener. Es war dann zwar immer nur einer, aber es war für jede. So, haben wir das. Können wir jetzt mal hier. Alter, wie lange brauchten die? Das ist doch jetzt Zeitstreckung. Das ist wahrscheinlich der letzte hier. Oder? Komm, wir machen das Ding hier. Schön Tower Defense Style. Geschafft. Ich habe ihn vom System isoliert, aber ich weiß nicht, für wie lange. Spannend. Erzähl mir mehr, Frau. Damit will ich sagen, halt die Fresse. Aber hier, Ziel. Das ist doch mal was. Ja. Holger ist auf der anderen Seite des Portals. Rapp, 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 rapp. Alter. Von diesen Kackgegnern! Die sind im Nahkampf echt ordentlich, die Jungs. Dabei haben sie gar keinen. Also, okay. Naja, sie ziehen auf jeden Fall ordentlich ab, wenn sie treffen. It's Hammer Time! Da. Okay, Alter. Fuck you! Diese Schilde gehen so schnell down. Vielleicht noch nicht die ersten Hammer Time, vielleicht erst die späteren, wenn sie nah rankommen. Diese Waffe ist auch nicht so... Die trifft halt nichts, aber sie treffen damit. Oh, bist du getroffen von diesen fucking Türmen? Nee. Sind wir blauen? Eigentlich nicht. Okay. Das sieht doch schon mal besser aus. Kontrollpunkt gespeichert. Hey, keine Gefahr. Einfach stehen bleiben. Das ist die Taktik dieses Spiels. Einfach stehen bleiben. Genau dafür stand Halo schon immer. Und einfach nicht spielen. Ja. Und dann ist alles gut. Aktivieren. Ach, was ist das für ein Bullshit? Hin und her, ey. Komm das schon. Hätten sie mir beim Kontrollpunkt. Ich will Ihnen nur helfen, bitte. Ich finde es auch gut, wie lange er sprinten kann. Die zwei Schritte. Mittlerweile, ja. Warten Sie! Chief, holen Sie mich! Ich kann nicht alleine gehen! Wieso kann ich alleine gehen? Das ist nicht der Weg auf die Toilette. Wir gehen ganz woanders hin. Also. Habe ich auch schon gesagt, dass ich die hart bescheuert finde. Aber guck dir das an, wie viele das sind. Ja, aber warte erstmal ab. Vielleicht sind die Türme ja doch ganz nützlich. Und wenn du da jetzt reingehst, dann ziehen die dir wieder den ganzen Schild an. Okay, jetzt machst du so schön deinen Halo-Style in der Luft smashen. Ja. Ich werde von irgendwas aufgehalten. Ah? Ja, von denen. Oh weia. Wie sie aber auch nichts reißen, diese Türme. Die beleuchten die einfach nur blau. Oh, da hinter dir ist noch einer. Oh, mir egal. Hinter dir. Rennen. Oh Gott. Okay. Ich sehe schon Endgegner mit einer Pistole. Heute. Ja, ganz klassisch. Wie lange dieses Endlevel auch ist, das geht jetzt schon eine halbe Stunde. Ach, es geht. Wir haben ja erst... Womit haben wir angefangen? Mit dem Flugding? Ja, das ist ja schon. Das ging 10 Minuten. Wow. Todessterngenerator. Wenn der Sprengkopf erst scharf ist, haben wir nur sehr wenig Zeit, um von hier zu Ach was. Dann stellen wir den Sprengkopf doch länger ein. Das ist so ein Problem, wo keins ist. Das ist so genauso dumm wie 007. Nur weil er 007 heißt, macht er auch immer den Timer auf 007. Ja. Und wundert sich dann, warum er sich beeilen muss. Ich meine, das ist genauso
genauso dumm wie zu lange einstellen. Und denkt, okay, ich habe hier irgendwo eine Bombe versteckt und sie wird in einer Woche explodieren. Versucht sie zu finden. Ja. Und dann denkt, wieso sagst du uns das? Ja. Das ist so ein Ding, okay, ich bin böse, mach was Böses, hab dann aber Gewissensbisse und um mich selbst zu rechtfertigen, sage ich einfach, ich hab irgendwie die Bombe, findet sie doch. Und wenn ihr sie nicht entschärft, dann seid ihr schuld, dass sie explodiert ist. Ja, das ist das Bösewicht-Syndrom, irgendwie alles zu erklären, was man Böses tut und dann doch gestoppt zu werden, weil man alles erklärt hat. Ja. Ich werde etwas tun, was ihnen nicht gefallen wird. Patchen? Kacken. Oh. What? Hallo? Sie spaltet sich. Copy-pasten. Was hast du da getan? Ich habe die vom Wahnsinn befallenen Teile meiner Persönlichkeit in die Schiffssysteme abgeschossen. Ach so. Wenn ich das bei jedem dieser Strahlen mache. Das kannst du? Wieso machst du das nicht einfach so und löscht die? Kaputte Systeme in Papierkorb verschieben. Löschen. Das ist so ein so mäßig Antivirus Sandbox. Ja. Okay. Deswegen macht man aber eigentlich Backups. Ich sag das ja nur. Gibt es denn von den nicht kaputten Teilen noch irgendwo ein Backup von vor 3 Jahren? Keine Ahnung. Ich denke da wahrscheinlich viel zu viel rein in diese ganze Kette. Fuck you! Von wo? Das wüsste ich auch gern. Vor allem, es ist so unnötig. Es ist so unnötig. Weil das ist... Ich habe nicht die Waffen. Ich muss auf die Entfernung, dass ich ihn treffe. Hm. Frage, kann ich hier hochhüpfen? Das wäre voll Speedrunner-Style. Das nicht. Obviously not. Ah, okay, der Typ hat ein dickes Geschütz. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen... Oder ist es... Ach, das ist dein zu viel, dann schon. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist dein Geschütz, was da Guck gerade... Guck dir das an! Ja, genau, das ist gut. Einfach mehr Damage. So viel wie möglich outputten. Wir spielen das jetzt so easy und so sicher wie möglich. Damage. Gib ihnen Damage. Weiß gar nicht, auf wen ich mich konzentrieren soll. Ach komm! Gute Streuung. Streutastisch. Vor allem, ich habe hier auch nirgendwo Deckung. Nirgends. Naja, doch, da unten hattest du schon welche. Ja. Du musst sie nur nutzen. Nein, da hatte ich auch keine, weil die von hier oben geballert haben. Lad dich auf. Ja. 3 Stunden später. Das ist doch nett. Gute alte Pistol. Die nichts taucht. Weil das halt Bullet Sponges sind. Tschüss. Echt, das geht bis zum Ende, das Magazin, bevor die down gehen. Ja. Teilweise mehrere Magazine. Wenn nicht jede komplett versenkst. Ganz das sneaky. Das war der Weg? Nein. Das war der sneaky Weg. Ich merk schon, ey. Oh, Sneaky Weg? Oh, gut, gut. Gut, dass da kein unendlich tiefes Loch ist an dieser Stelle. Shotgun. 2 Schuss. Okay. Das sind 2. Einer ist noch rechts. Ja. Ja. Das ist immerhin schon mal ein bisschen schneller als vorher. Aber das sind ja auch nicht die Ober-Extremtypen, die haben kein Krönchen auf dem Köpfchen. Ist das so? Ja, ja. Die sind unterschiedlich hier. Die stecken weniger noch ein. Gar nicht aufgefallen. Die sehen Leck mich am Arsch her! Oh. Ich fänd's schön, wenn er auf dieser Säule aufgeplatscht wäre. Es ist halt, ich hab nicht die Waffe dafür. Ist so ein Granatenwerfer? Guck dir das an, die schießt überall hin! Ja. Ich bleib in Deckung und ein zur Zeit, das ist glaube ich so das sicherste. Dark Souls Style. Ja, ja, wirklich. Aber sei froh, das sind nur die B
das B-Modell von denen. Die anderen haben den kann ich nicht abschießen. Na? Achso, das hat keinen Sinn. Keine Munition mehr. Oh. Danke dafür. Teleportiert sich weg. Dumm, ey. Echt, ja. Ich bin gleich dabei, diesen Controller in zwei Stücke zu zerreißen. Zu zerbeißen. Ja, Mann. Ja. Bonk. Läuft. Überall Granaten. Ah, Deckung. Deckung, Deckung. Nachladen. Oh. Das ist das Problem. Ich hab keine Deckung, weil sie immer von zwei Seiten kommen. Aber guck mal, so smart sind die Jungs nicht. Nee, Gott sei Dank. Da ist wieder so ein Bullet Sponge. Der hat die Krone auf. Den musst du aufpassen. Oh Gott. Oh Jesus. Der hat auch so ein Messer am Start. Natürlich. Aber man muss halt echt sagen, die hätten die ruhig so ein bisschen differenzieren können, die Gegner, damit man die so... Das Geile an Team Fortress 2 ist ja, dass man jeden Gegner einfach anhand seiner Silhouette erkennt. Das finde ich richtig genial. Und hier, ey, boah. Okay. Gut, das haben wir auch noch nie gemacht. Das machen wir jetzt noch dreimal, ne? Ja, da so sieht's aus. Es ist so schlecht. Einfach nur schlecht. Ja, leider. Das macht keinen Spaß, wir arbeiten uns jetzt durch jede dieser vier Stationen. Aber ich meine... Machen immer den gleichen Jump. Ist das nicht auch das, was Destiny irgendwie macht? Ja, und deswegen spielt keine Sau Destiny. Ja, das ist halt ein bisschen grindy. Nur Leute, denen einfach alles egal ist, die das Gunplay so geil finden. Ja, aber wenn es das ist, ey, dann... Ja, ja, willkommen. Ich meine, gut, was weiß ich. Es ist ja nicht so... Na, okay. Kurz abwarten. Weil die Jungs ziehen schon wieder derbe viel Schild. Eigentlich sieht hier... Oh, Mann. Eine Menge Gegner ziehen derbe viel Schild. Alles, selbst dieser absolute Grunt schießt zweimal auf mich und mein Schild ist weg. Oh, pass auf. Turm. Such die Deckung. Und das ist halt auch so eine Sache, das, so spielt man kein Spiel. Also wenn ich irgendwo hinter einer Deckung warten möchte, dann brauche ich es nicht spielen. Naja, das ist ja dieses Call of Duty Prinzip. Ja, und das ist halt scheiße. Ja. Deswegen ist Call of Duty scheiße. Naja, also es soll einen ja ein bisschen, wie soll ich sagen... Zum Warten animieren, Geduld üben. Genau das, ja. Ich meine, deswegen feiert wohl auch jeder Last Guardian. Das ist auch ein Geduldsspiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich hab's noch nicht gespielt. Das soll mittelmäßig sein, eigentlich. Ja. Hat sich gelohnt, 12 Jahre in Entwicklung zu sein. Na gut, aber Duke Nukem Forever war ja, auch gut. Die gleiche Story. Ja, und war das gut? Nein. Nein. Ich sag ja nur, was ich damit sagen will, es macht schon Sinn, warum sie das auf diese Art machen, aber weniger HP hätten den Gegnern sehr gut getan. Ja. Und eine Munition hätte mir sehr gut getan. Ja. Das ist der letzte, jetzt, oder? Hoffentlich. Ansonsten werde ich in einer Tour schreien. Und vor allem, und der Typ... Gott, das ist genau die gleiche Karte auch. Ich meine, klar, es macht Sinn, dass alles gleich aussieht. Ja, und aber... Warum sollte es anders aussehen? Aber dennoch, es ist lame. Es ich will auch klettern können. Mhm. Das ist wirklich Copy-Paste von vorhin. Oh Mann. Und dieser Reclaimer oder was, der Typ? Wir sind ja wir. Achso, wir sind der Reclaimer. Ja. Der Didakt. Genau. Oder was. Der hängt also in der Mitte und wartet nur darauf, bis wir sein Schild runterkriegen. Ja. Und wehrt sich irgendwie nicht dagegen. Ja, doch, er hetzt mir seine Kackhunde auf den Hals. Ja, aber das kann's doch nicht sein, ey. Das kann es doch nicht sein, Junge. Das ist ein besserer Bosskampf wie so und manche andere Sachen. Noch ist es gar kein Bosskampf, noch ist es ein normales Level bis jetzt. Also, drei Punkte irgendwie kaputt machen und dazwischendurch alles abballern, das ist doch schon die letzten 6 Stunden so. Ja. Na, ein bisschen andere Gegner hier und da. Es sind halt auch echt
Die Gegner machen halt keinen Spaß zu bekämpfen. Das ist das Problem an dem, das größte Problem an dem Spiel. Ja, und dabei ist das halt das Spiel. Das zieht halt auch den ganzen Rest runter. Pass auf, Schild. Völlig down. Von hinten, ja. Das Ding ist halt, das Wichtigste an dem Spiel ist, dass das Spiel an sich Spaß macht. Da kannst du einen leeren du brauchst einen leeren Raum. Und nur durch die Bewegung, durch den Damage, den du machst, mein Schild ist weg! Komplett! Ja, in einem Instant! Ich bin gespawnt, hatte kein Schild mehr! Bleib zu Hause, will das Spiel sagen. Bleib. Ich bin zu Hause! Das stimmt. Ah, okay, der Typ. Ja, aber diese Hunde. Magazin! Ja, oh, oh, wieso von hinten? Junge, wo kam der denn jetzt her? Magazin! Ja, jeder Gegner ein Magazin. Das ist dieses Life. Oh, Deckung, Deckung, Deckung. Gibt's hier keine Station? Guck dich mal um hier hinten. Weil das kann es doch echt nicht sein, dass hier gar nichts ist irgendwie. Nein. Da ist eine, oder? Ja, rechts. Vorne, guck mal da. Das ist hinten, was so leuchtet. Das hier. Ja. Lichtgewehr, Streugewehr. Das ist doch nett hier. Was natürlich aber auch nur mit Zoom was bringt. Och, das geht schon klar, finde ich. Also, Damage ist schon ordentlich im Vergleich zu dem anderen Ding. Ja, weil es halt auf Entfernung ein bisschen was trifft. Aber was ich sagen wollte, ist ein gutes Spiel, da kannst du einen leeren Raum haben, nur mit Gegnern gefüllt. Wo kommt der zweite jetzt her? Mhm. Und wenn das Spaß macht, wenn es funktioniert. Ja, dann kannst du alles drumherum bauen. Ja, dann hast du einfach. Deswegen finde ich, funktionieren auch die klassischen Doom, weil das macht einfach das Spiel an sich Spaß. Ja, also genau. Das Spielen, nicht wie die Zwischensequenzen sind oder sonst was, wie es inszeniert ist. Ja. Das funktioniert einfach. So. Ich glaube, Doom würde auch ohne Ton Spaß machen. Ja, das stimmt. Doom macht einfach. Es ist halt so. Dieses, krass Feedback. Es ist, Feedback. Genau, es ist ganz schwer, dieses Game-Feel so logisch zu erklären oder so. Oder naja, es ist ein Zusammenspiel von sehr vielen Faktoren. Du hast es ist Aktion und Reaktion. Ich mach was und ich krieg Feedback dafür. Ja, angemessenes. Genau. Das sage ich bei Rennspielen immer wieder. Ein geiles Rennspiel ist, wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt so das und das mach, ist das Feedback, was ich vom Auto bekomme, einigermaßen realistisch, beziehungsweise so, dass es Spaß macht und ich Kontrolle habe. Ja, also Hauptsache, dass man nicht das Gefühl hat, dass einen das Spiel austrickst oder so, oder irgendwie billig, weil irgendwie Zufall oder so. Und die Königsdisziplin ist, wenn es dich an die Hand nimmt, es so aussehen zu lassen, dass es nicht das ist. Ja, geh mal in Deckung. Ja. I try. Das ist meine einzige Deckung hier. Naja, ja. Ich kann hier. Kann man sich ducken in dem Spiel überhaupt? Ja, so ein 2 cm. Aber gut, jetzt bist du wieder voll. Das ist halt auch etwas, was ich gleich beim Game Jam beachten werde. Dass erstmal die Core-Spielmechanik steht. Ja. Und dann alles andere drumherum. Wenn die Core-Mechanik funktioniert, dann ist alles andere gerade. Ja, wenn es dann noch pfiffig aussieht. Ja, das ist kein Problem. Das war bis jetzt immer gut auf jedem Game Jam. Also, die Grafik war immer so. Die haben einfach eine beschissene Hitbox. Kann das sein? Ich hab den doch jetzt direkt getroffen. Keine Ahnung. Manchmal habe ich das Gefühl, die Hitbox verrutschte so ein bisschen. So wie ein BH. Ja, verrutscht. Meine ist dafür immer sehr gut. Deine Hitbox ist wahrscheinlich ungefähr 2 Meter größer als du selber. Gefühlt. Wir machen hier gerade überhaupt keinen Fortschritt in dem Level. Doch, doch, wechsel nochmal zu der Karabiner-Dings, weil die sind zu weit. Keine weg. Munition! Ach, fantastisch. Deckung. Bis du Schild hast, weil wenn du nah rangehen musst, dann wenigstens nicht ohne Schild, bitte. Pass auf, aber nicht stehen bleiben, weil der Typ fliegt um dich herum. Der Flugtyp, den hast du noch nicht down. Der ist hier noch irgendwo, oder? Ja. Okay. Aber der ist nicht so smart, dass er sich einen Weg in deinen Hintern sucht. Hier ist immerhin mal die Musik einigermaßen prominent. Ja, nochmal kurz in Deckung bleiben, weil der eine da ist hartnäckig. Der da. Geduldsspiel, reines Geduldsspiel. Ja. Der letzte Hund, der muss als erstes dann glauben, glaube ich.
Okay, gut. Und den musst du gleich im Nahkampf erledigen, weil du hast keine Munition mehr wahrscheinlich. Oh, fick. Fuck you! Wie, und wieso löst er das? Na, genau. Story relevant. Ach, komm her! Das war echt der letzte. Oh, boy. Alter, und dann mit so einer absoluten Cheap-Taktik. Ja, Cheesing vom Feinsten. Anders funktioniert das hier gerade. Ach ja, und übrigens, Panzerfaust! Die Noob-Tube, wie man das ja im Internet Multiplayer-Speak nennt. Schild aufladen. Hey, die Gegner müssen so dumm sein, was sonst funktioniert das nicht. Ja, ja. Weil Deckung habt ihr mir keine gegeben. Nur so Kackdeckung, die sie umrunden können, weil sie auf alles klettern können. Und fliegen können. Ja. Und Damage austeilen und einstecken. Aber ja, das ist gut, genau. Du kannst ja deine Deckung ja tatsächlich selber machen. Das hätte man eigentlich viel öfter benutzen müssen. Ja. Ah, okay. Das ist so temporär. Das ist meine Taktik. Ja, das ist doch gut. Weil ich genug Munition dafür habe. Wow, zurück, zurück. Schild, genau, genau. Gut, dass das unabhängig von deinem anderen Schild ist. Kann man eigentlich ganz gut erstmal die Lage checken. Oh, Granate. Die gibt's ja auch noch. Zurück, zurück. Er ist zu weit weg irgendwie. Ja, für die Waffe jagt es an. Ja. 70%. Das ist so lächerlich! Was ist das? Ist das so was Feines? Ja, Pistole. Das ist doch schon mal. Hauptsache du triffst ihn ein paar Mal. Oh, oh, oh. Das hier ist der eigentliche Endgegner. Ja, ja, eigentlich schon. Die anderen sind nur so seine nervigen Vasallen. Oh, das war gut. Immerhin, waren das alle Hunde? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Noob Tube. Schild aufladen. Nicht schon wieder beim letzten. Oh, dieser Pisser da hinten. Da ist noch so ein Lasergeschütz-Ding. Okay. Alter Schwede. Leck mich! Alter Schwede. Das war ein One-Hit mit vollem Schild? Ja. Oh mein Gott, ey. Das ist doch echt hart. Echt, ihr seid solche absoluten hirnverbrannten Wichser. Nicht mitten in die... in die Kanonis reingehen. Fuck you. Nicht einmal das geht. Auf normal, Mann! Auf normal! Ich will gar nicht wissen, wie das auf legendär ist. Du schießt einmal, 20 Sekunden in Deckung. Wenn das Schild sich wenigstens schnell aufladen würde. Du musst wahrscheinlich wirklich diesen Schild einsetzen, den du hast. Also wirklich alles ausnutzen, was du... Ich brauche vor allem... Ich müsste ihn auf die Entfernung kaputt machen. Ja. Das ist das einzige Ding. Schild raus. Schild raus. Du musst... Genau, also oder irgendwie Deckung. Guck dir das an, wie lang das funktioniert! Mach doch! Ja. Ich guck dich. Es ist so Halo-fremd. Halo-fremd? Das ist ein schönes Wort. Es macht so überhaupt null Spaß gerade. Ja, naja. Fuck you! Ach, die können auch noch Schilde, die Jungs. Ja, die hier können Schilde. Guck mal. Dann schmeiß mir die Granate zurück. So. Was könnt ihr eigentlich nicht, ha? Jeder Gegner ist ein kleiner Master Chief. Ich kann keine Granaten zurückwerfen. Stimmt, warum eigentlich? Wenn die das können, ganz schön frech. Oder ist das nicht einfach nicht Master Chief Style? Der ist sich der dazu wirft zu nicht schade. Zurück. Genau. Der nimmt geht alles. Geht lieber drauf, dran. Der ist sich zu fein, keine Munition mehr. Na, was wohl sonst? Ja, das ist doch nett. Vier genau. Schüsse. Egal. Besser als mit dieser anderen Spray-and-Pray-Kacke da. Ja, das ist auch gut. Nicht Spray-and-Pray mit der Snipe-Karabiner oder was.
Keine Munition mehr. Neue Waffen vom Schlachtfeld, das haben wir doch bestimmt irgendwo, ne? Was? Waffen vom Schlachtfeld? Irgendeine Station hier in der Gegend? Ja, ich muss einmal zurückgehen, bitte. Komplett. Ja, genau, sehr schön. Ich glaube, das ist jetzt die Rettung. Diese eine Munitionsbox vom Anfang. Aber ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich auf den Endgegner. Ja. Ich meine, wenn der Gegner. Wenn es beim Endgegner Munition gibt, dann ist das schon mal besser als. Ja, ordentliche Waffen! Einfach nur Munition und würde schon reichen. So, jetzt bleib hier bloß auf Entfernung, damit ich der Typ nicht wieder mit einer Granate one-hitten kann. Okay, ist schon unterwegs. Ist gut. So, sauber. Ja, jetzt muss ich aber noch den Fliegteil, weil der kann den natürlich wieder beleben. Ach so, die können das? Keine Munition mehr! Ich habe jetzt 108 Schuss verballert! Unglaublich. 108 Schuss! Der muss down, der Boy, okay. Baby. 108 Schuss glaub, für einen Gegner. Wir haben, glaube ich... Davon waren bestimmt 60% auch getroffen. Das macht dennoch 50 Schuss. Vor 20 Minuten oder so haben wir jetzt allein für diesen letzten Part oder so. Oder 15. Todesstern. Gut, wir haben ihn scheinbar aufgehalten. Das ist doch immerhin etwas. Erde ist kaputt. Nun geht's eigentlich in Halo 5 dann? What? Gut, dass er jetzt auf die Idee kommt. Unser Schild ist schon wieder weg. Das zieht sich hier durch wie ein roter Faden. Man fühlt sich wirklich schwach. Vielleicht soll man das, weil es der Deduct ist, oder was? Ja, was ein dummes Arschlochkind ist. Es geht immer weiter. Geht immer weiter mit dem Scheiß. Das ist ein Gauntlet. Dieses Level. Alter. Ein Gauntlet. Oh, die sind wohl hart drauf. Je mehr sie leuchten, desto heftiger sind sie. Nice. Weil sie sich mal nicht wegteleportiert haben, nämlich. Granatchios. Sehr schön. Der hat eine fallen gelassen, eine Waffe. Falls es sich, falls sich Munition interessiert. Auf jeden Fall. Schade, habe ich nicht. Wohin? Dahin. Halten Sie Ihre Unterhosen fest. Endgegner Time. Oh, eine Zwischensequenz. Das kam unverhofft. Mhm. Habt ihr Far Cry 3 gespielt? Ich habe Far Cry 3 relativ lange gespielt. Achso, aber nicht durchgespielt. Am Ende war das für mich auch so monoton, dass ich mir einfach nur das Ende ist. Es gibt zwei Enden, ja. Ich habe beide gesehen, einfach auf YouTube, weil ich so dachte, das wird mir zu monoton mit diesem fucking Tower Ubisoft Gameplay. Aber das Ende ist doch cool mit dem Helikopter. Selbst nach deiner Niederlage. Guck mal, er konnte sich auch teleportieren. Das ist einfach weg. Das ist halt auch so Billo. Also das zeigt mir keine Stärke von einem Gegner, der sich einfach teleportieren kann, aber es ist ein gern genutztes Mittel. Er ist halt unantastbar. Ja, danke. Das macht ihn nicht interessant. Also ja. Das ist doch nicht interessant. Ja, gut, er ist halt unglaublich stark, ja, dann gebe ich mir halt die Kugel. Spiel ist hier vorbei. Ja. Er hat die volle Kontrolle über mich. Also wie soll ich ihn. Ja, ich meine, gut. Man gewinnt entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Durch irgendeinen dummen Zufall oder so. Ja, also da fühle ich mich auch nicht cool. Also ich sehe ja scheinbar, ich habe keine Chance gegen ihn. Gut, der lässt mich jetzt fallen. Tot, ich respawne. Das Spiel hatten wir heute schon ein paar Mal. Die Einkerkerung der Menschheit ist eingefallen. Wie der sich wohl die Zähne putzt? Mit Dr. Best, selbstverständlich. Gott. Davon träumt Master Chief immer. Davon träume ich immer. Na, ich habe nicht so eine blau leuchtende Brücke. Hä? Magic Cortana?
Was? Was, bitte was? Na, gefällt euch der Endgegnerkampf? Er ist gerade voll im Gange. Ich hänge da mal noch so ein bisschen ab. Aber... Das ist natürlich nicht steuerbar, diese Sequenz. Und, aber jetzt hat er fest... Alter, krass, oder? Oh. Okay. Kann nicht mehr steuern. Oh, Sprengkopf. RT drücken, um das Maschinengewehr abzufangen. Hat nicht funktioniert. Verloren! Na? Ist das geil? Quicktime-Event? Na? Das ist ein Quicktime-Event! Was? Na, ärgert er euch schon ein bisschen auf der Endgegnerkampf. Wir haben natürlich kein Schild. Ah, wir klettern noch. Aber es ist, ich meine, es ist sehr dramatisch und alles. RT drücken, um das Maschinengewehr abzufeuern. Tja, hätte ich jetzt nur ein Maschinengewehr. Ich habe aber keins. Nein. Nein, nein, nein. 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 Moment, Moment. Nein. Das würden die doch nicht machen. Das würden die doch nicht machen. Das ist doch... Genau, also alles schön der Reihe nach. Sie wollen dieses Quicktime-Event sauber ausgeführt haben, ne? So, bla. So, jetzt kommt das gleich. Jetzt RT drücken, um das Maschinengewehr abzufahren. Welches Maschinengewehr? Moment. Ich hab kein Maschinengewehr! Aber das... Es ist nicht euer Ernst, oder? Zu welchem Zeitpunkt das Maschinengewehr abfahren? Nachdem man die Bombe in seinem Torso platziert hat? Aber da kickt einen ja sofort weg. Die drücken, zack, RT. Kann ich mal? Sehr gerne. Na, ist das ein geiler Endgegnerkampf? Einfach ein Quicktime-Event? Augenblick mal. Also, hier, ne, ich muss nicht jedes Mal runtergucken. Jungs, lass mich mal bitte steuern hier. So, let's do it. Ich bin der Master of Quicktime-Events. So nennt man mich auch. LS benutzen, um zu klettern. Ja. So. Okay. Rechter Trigger. Ah, du hast nicht geschossen mit deinem nicht vorhandenen. Es existiert nicht. Also, ich meine. Drück einfach mal alles. Wechsel vielleicht mal Waffe auf Y. Vielleicht musst du. Y? Ah, okay, ja. Vielleicht während ich laufe. Ich meine, ja, warum nicht? Aber. Ich drücke einfach mal alles. Ja, genau. Es ist so dumm! Es ist so dumm! Ja. Es ist so dumm! Ja. Ich kann nicht glauben, wie unglaublich dumm dieser ein. Ja, mit Maschinengewehr erzählt. Was mache ich falsch? Oh. Ist das anders? Ne, es ist das gleiche, oder? Naja. Doch, es ist anders. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Das ist gut bei einem Endgegnerkampf. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Das ist immer... Es ist nicht sehr befriedigend, dieses Gefühl, nicht zu wissen, was du anders gemacht hast. Aber... Okay, kriechen. Quicktime Event 2. Na, komm schon, du... Blechbüchse. Sprengkopf. Ist das cool? Fühlst du dich mächtig? Es ist, bist du der absolute Badass in diesem Spiel? Es ist eine Zwischensequenz. Hast du dich darauf so lange gefreut? Dich Stunden um Stunden? Es ist gegen Massen an Gegnern, die viel gefährlicher waren, wie alles, was wir jetzt erleben. Es ist halt sehr episch und sehr... Was ist daran episch? Naja, also nein, nicht episch, sondern... Ich zieh mich hoch! Sondern sehr verzweifelt. Das soll die Verzweiflung der Lage symbolisieren, bla... Ja, ich mag die Musik. Cortana. Wir sind tot scheinbar. Nein, wir sind im Internet, im Cyberspace. Ja. Im Hintergrund hast du Space Cortana, und im Vordergrund hast du Cyber. Cortana, bitte komm. Er fragt sich auch nicht, wo er ist. Bin ich etwa das Seltsamste, was Sie heute sehen? Ja. Aber wenn wir hier sind... Es hat geklappt. Sie haben es geschafft. Wie jedes Mal. Das ist auch sehr befriedigend. Einfach, es kommt hier... Sie haben die Mission abgeschlossen. Kommen wir jetzt hier raus. Die Erde ist gerettet.
Und sehe ich davon was? Nein, ist schon vorbei. Fragen Sie nicht weiter. Dieses Mal komme ich nicht mit. Was? Was? Das soll jetzt total emotional und rührend sein, nach diesem emotionalen Endgegnerkampf, wo man drei Tasten gedrückt hat. Der letzte Rest wird Sie vom Schiff geleiten. Nein, so wird es. Wir gehen zusammen. Free for Free weiß schon, wie sie ihr Spiel kaputt machen. Es immer schlechter werden und dann am Ende schön durch den Fleischwolf drehen und den Schwein zum Fraß werfen. Das ist so Fanservice, man. Darauf habe ich so lange. Mich den Chief anzufassen. Mein Job war es, dich zu schützen. Nein, das ist. Wir sollten aufeinander aufpassen. Ja, was? Und das haben wir. Mir kommen gleich die Tränen. Cortana, bitte. Fanservice. Ja, das ist ja noch nicht einmal das Problem an der ganzen Geschichte. Er tut so, als hätte er jetzt emotionale Bindung. Ich meine, wie krank ist der Typ? Naja gut, wenn man die ganze Zeit allein irgendwie im Weltraum... Internet-Pornos. Willkommen daheim, John. John. Natürlich heißt er John. Okay. Wo, also... Was? Ich meine, sehr poetisches Bild. Die Welt bricht zusammen... Oder was? Und seine Frau verschwindet. Aber was? Samstagnachmittag bei mir. Verschwindet einfach. Flupp. Einfach, oh Gott. Implodiert. Danke dafür. Na, was? Nach der Zerstörung von was? Ich konnte nicht lesen. Epilog. Zu lang, zu kurz. Zwischensequenz, Ladezeit. Bokeh-Effekt. Mhm. Feedback. Feedback fehlt. Also wir sehen zwar, was passiert ist, wir haben aber nicht gesehen, wie es passiert ist. Er hat es überlebt. Die Explosion, die alles kaputt machen konnte, hat er überlebt. Aber wie... Aber dann nach drei Schuss das Schild verlieren, ja, und hops gehen. Und so einen kleinen Kratzer hat er ja auf der Rüstung, wodurch ist das entstanden? Das ist schon in Teil 2 oder 3 entstanden. Okay. Ich dachte, okay, also er kriegt keinen Schaden dazu im Laufe des Spiels. Seine Rüstung ist so derbe. Das ist so krass. Gut, wir sind an einem Schiff angekommen. Ich kenne die letzten Bilder nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, wie das dann zur Halo 5 hinführt. Hm. Wir sind jetzt auf diesem Schiff. Ich hoffe, Captain Del Rio ist überzeugt von dem, was wir getan haben. Kommt zu uns, klopft uns auf die Schulter. Ich bin nicht begeistert. Genau. Natürlich, Sir. Rühren, Chief. Fühlt sich komisch an, wenn Sie mich Sir nennen. Oh, der wurde befördert. Hm, warum auch immer? Weil Captain Del Rio ein Arschloch war. Ist sie nicht schön? Ich krieg sie viel zu selten zu sehen. Ich bin auf New Harmony aufgewachsen, war auf der Corbulo Militärakademie und habe die Erde nie leibhaftig gesehen, bevor ich erwachsen war. Aber... ich sehe sie als meine Heimat an. Wahnsinn. Ich bin so investiert in diesen Charakter und das finde ich sehr ergreifend, dass er mir jetzt seine Lebensgeschichte erzählt. Sie reden nicht gern, oder? Chief, ich gebe nicht vor zu wissen, was Sie fühlen. Mir scheinbar nichts. Auch ich habe geliebte Menschen verloren, aber nie etwas Vergleichbares wie Sie erlebt. Unsere Aufgabe als Soldaten ist der Schutz der Menschheit. Um jeden Preis. Sie sagen das, als wären Soldaten und die Menschheit zwei verschiedene Dinge. Soldaten sind keine Maschinen. Wir sind auch nur Menschen.
Sagen Sie das nicht mir. Ich lasse Sie dann mal allein. Wie unnötig auch dieser Rüstungsdesign ist mittlerweile. Das Gleiche hat sie mir auch mal gesagt. Das mit den Maschinen. Ja, drück's uns jetzt halt nochmal rein. Dass wir auch der letzte Idiot es versteht, um was es geht. Ja. Ja, echt mal. Wenn jetzt noch im Abspann der Text kommt. Wir sind keine Maschinen. Ja. Okay. Jede große Reise beginnt mit einem einzelnen Schritt. Der Anfang, Universum anvertraut. Ja, vielen Dank für gar nichts, 343 Industries. Hat der super gemacht. Ich weiß nicht so richtig. Ist das so ein ich mochte aber den Endgegnerkampf. Der war fantastisch. Ich habe so richtig gespürt, wie ich ihn die Brücke runtergestoßen habe. Ein Typ, der sich teleportieren kann. Den bitteren Geschmack er wurde ja festge... Zurück von Cortana. Wir sind Blutsväter, Behüter von allem, was existiert. Die Wurzeln der Galaxie sind nur durch unsere behutsame Pflege so tief geschossen. Wo es Leben gibt, hat unser zahllose Generationen umfassendes Wissen den Boden genährt. Unsere Macht ist eine brennende Sonne, die alle Intelligenz aufblühen lässt und der undurchlässige Schutz, unter welchem sie gedeiht. Die entdecken jetzt die ganzen verkuppelten Leute hier. Ja. Hier stehe ich nun. Der Sünde angeklagt, den Aufstieg der Blutsväter zu festigen. Zu versuchen, uns vor diesem Schicksal des erzwungenen Verblassens zu schützen. Die Menschheit stellt die größte Bedrohung für die Galaxie dar. Ihre Auslöschung abzulehnen ist ein närrischer Schachzug. Wir vergolden Äonen in der Dunkelheit, während sie unsere Erfolge beanspruchen. Die verantwortungsvolle Aufgabe über alle Dinge gehört den Blutsvätern allein. So. Darf der da jetzt auch mal raus? Nach Jahren. Mhm. Aber verleugnet nicht die Realität. Die Rückgewinnung hat bereits begonnen. Und wir können nichts dagegen tun. Tja, liebe Leute, das war's. Der letzte Teil, der 10. Teil, der war ein bisschen gecheatet, weil er doppelt so lang war. War aber auch, ja. Wäre ich nicht die ganze Zeit draufgegangen, wäre es auch nur 10, ja, ja. Eine halbe Stunde gegangen. Ja, und mit diesem epischen Ladebildschirm beenden wir diese Folge. Schön, dass du mich begleitet hast auf diesem Hass-Tirade gegen Ende. Das wird echt stetig furchtbarer. Ich bin so... enttäuscht. Also so, das ist halt Game Design vom Billow-Style halt, so wirklich. Einfach schmeiß Gegner entgegen und ja. Lass sie Schaden austeilen und einstecken und überall sind Gegner. Ich frag mich, warum sollte man das auf Legendär spielen? Ich frag mich, für das Achievement wahrscheinlich, weil du Wert auf Achievements legst. Oder weil man es halt sagt, man muss Halo auf Legendär spielen oder auf Heroic mindestens. Aber ich sehe halt bei diesen ganzen Spielen mit Autoregeneration keinen Vorteil. Außer, dass du noch länger in Deckung stehst, was wir jetzt schon lange gestanden sind. Ja, ja, weil ja. Wir keine 3 Schüsse ausgehalten haben. Ja, boah. Es ist, ich meine, oh Gott, keine Ahnung, 343, das ist halt der Anfang von dieser 343-Geschichte, ne? Irgendwie, die wollen das jetzt irgendwie anders aufziehen oder wie auch immer, bla. Lasst es einfach. Spart euch den 6. Teil komplett, nachdem der 5., der war, ist ja noch beschissener gewesen. Als 4? Ja. Aber wie geht das? Also, das werden wir vielleicht. Oh Gott. Das nächste Mal herausfinden, wenn wir uns auf den 5. Teil der Halo-Reihe vorknüpfen. Wenn ihr bis hierhin ausgehalten habt,
bedanke ich mich sehr herzlich für das Zusehen. Für die Ausdauer bei dieser. Holt euch jetzt ein Eis und genießt es. Und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder hier auf Game Inc. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis auf dann.